Das hier ist die Aufzeichnung meines Livestreams, den ich auf meiner Facebook-Seite AquaOwner über Facebook Live gestreamt habe. Dort habe ich im Livestream live mein Setup aufgebaut, mein Aquarium gelayoutet, das Hardscape eingebracht. Du siehst jetzt hier die Aufzeichnung des Livestreams leicht geschnitten, damit nicht zu lange Wartezeiten da drin sind und noch mit einem netten kleinen Timelapse vorweg. Also viel Spaß. Ich denke mal, dann können wir auch anfangen. Wir sitzen ein paar Minuten. Ja, okay, jetzt ist genau 10 Uhr, es ist ein paar Minuten früher, aber ich bin echt auch ein bisschen aufgeregt, weil das erste Mal ist, dass ich halt diese Technik benutze von Livestreams und ich noch nicht so ganz weiß, was für Einschränkungen es gibt, weil es auch nicht so richtig viele Informationen zu gibt. Irgendwo stand nämlich, dass man maximal 30 Minuten auf Facebook livestreamen könnte. Das werden wir rausfinden, weil ich glaube, die 30 Minuten werden wir brauchen. Falls es also zwischendurch abbricht, dann wird es daran liegen, aber wie gesagt, ich nehme ja noch mit einer zweiten Kamera auf, das heißt, wenn es zwischendurch abbricht, tut mir leid, ist dann eben so, aber auf YouTube kommt dann nochmal die komplette Aufzeichnung und ich werde auch weiterreden. Ihr seht jetzt hier das neue Becken. Und was ich bisher gemacht habe, ist jetzt einfach nur schon mal eine ganz, ganz dünne Schicht Bodengrund einfüllen. Und zwar den ganz normalen Bodengrund, also normale Größe von Tropica, war ja mit in meinem Tropica-Paket. Einfach nur deshalb, damit, wenn ich die Steine einsetze, die Steine jetzt nicht direkt auf dem Bodengrund liegen und das Glas irgendwie beschädigen könnten, sondern damit da halt so ein bisschen Puffer drunter ist. Manche legen auch Styroporplatten drunter, habe ich noch nie gemacht, weiß ich nicht. Ich mache das einfach immer mit so einer kleinen dünnen Schicht Bodengrund. So, ich gucke zwischendurch immer mal wieder auf den Laptop, um zu sehen, ob ihr irgendwas geschrieben habt, irgendwas kommentiert habt. Deshalb nicht wundern, wenn ich mich immer umdrehe. Ich habe ja halt nicht viel Platz, wie ihr seht. Ne? Aber ich mag diese Ecke einfach auch hier mit dem zweiten Becken. Übrigens, das zweite Becken, ich weiß nicht genau, wie gut ihr es sehen könnt, ja, aber hat ein neues Layout bekommen. Ich war nämlich, als das Tropica-Paket kam, extrem ungeduldig und habe direkt das Layout hier nochmal umgeworfen, weil hier musste ich ja noch warten, weil ich immer den Livestream machen wollte und das Hardscape ja noch nicht hatte. Aber ich habe hier das Layout nochmal komplett umgeworfen und nochmal komplett neu gestaltet. Da gibt es in der Zukunft auf jeden Fall auch noch Videos drüber. Ihr seid deshalb jetzt hier die Ersten, die sehen, dass da ein neues Layout ist. Sehr gut, dass euch das Bild gefällt. Ist übrigens ein iPhone 6S, mit dem ich hier streame. Ich denke mal, daran wird es liegen. Und ich benutze nicht die scheiß Frontkamera, sondern habe es halt umgedreht und benutze die Rückkamera. Deshalb muss ich auch hier jetzt auf meinem Laptop mir quasi meinen eigenen Stream angucken, damit ich sehe, was ich filme, weil ich ja das Display vom iPhone nicht sehe. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Also, meine grobe Idee ist, dass ich eine Wurzel habe, die so von links so nach rechts reinragt. Das heißt, der Bodengrund wird von rechts nach links ansteigend verlaufen. Wahrscheinlich nur in der Ecke. Also hinten links wird es ansteigen und dann in alle Ecken Richtung kleiner abfließen. Dann kommt da eine Wurzel hin, die so hier rüber rankt. Eventuell auch mit so ein paar Ästen, die nach oben rausstehen. Das Ganze wird dann umrahmt von Seehusteinen. Und nach vorne raus dann so ein bisschen Splitter oder so. Denn ich habe mir auch schon ein Pflanzenlayout überlegt. Das Pflanzenlayout soll nämlich so sein, dass ich hier vorne im Bereich Eliocaris SP Mini als Rasen habe. Dann kommt hier ein Teil Alternatera Reinecki Mini, die so ein bisschen hier nach oben ansteigen und so ungefähr bis in die Mitte. Dann soll hinten links in die Ecke und so ein bisschen nach rechts rüber Rotala Valici. Und dann kommen auf die Wurzeln selber, kommt dann noch Phönixmoos, beziehungsweise es kommt wahrscheinlich eher auf die Steine und nicht auf die Wurzeln. Und auf die Wurzeln kommen dann noch Anubias Wavy Green, Anubias Red und Javafan Green Gnome, also Microsorum Theropus, furchtbar auszusprechen, Green Gnome. Der war übrigens nicht in dem Tropica-Paket dabei, sondern den nehme ich aus meinem alten Becken. Das ist jetzt seinem neuen Layout nicht mehr drin. Deshalb habe ich so einen riesigen Busch von dem Green Gnome Javafan jetzt über, der kommt dann damit rein. Ja, Eileen, die Pflanzen kann ich im YouTube-Video mit in die Videobeschreibung packen, kein Thema. Aber wie gesagt, Pflanzen kommen jetzt heute noch nicht rein. Ne? Wir machen jetzt heute erstmal nur das Hardscape, aber trotzdem, ich pack's da schon mal mit rein. Zur Bepflanzung selber kommt dann nochmal ein separates Video, ansonsten wird das heute echt zu lang werden. Ja, nochmal guten Morgen an alle, die jetzt neu dazu sind. Wie gesagt, bisher ist noch nichts passiert. Ich habe jetzt nur so eine dünne Bodengrund drin, meine Güte. Okay, aber wir fangen jetzt mal an.
Kleiner Tipp an dieser Stelle schon mal, wenn ihr höhere Aufbauten machen wollt, dann macht das nicht nur mit Bodengrund. Dadurch verbraucht ihr halt mega viel Bodengrund. Und es gibt aber was Besseres. Es gibt Volcanic Mineral. Das sind im Grunde, kann man es sehen, ich hoffe, so kleingeschrotete Vulkangesteine, dieses poröse Vulkangestein. Und das kann man perfekt als Untergrund für Bodengrund nehmen. Hat zwei Vorteile. Einmal wird der Boden dadurch besser durchlüftet und man hat eine größere Oberfläche für Bakterien, die sich dort ansiedeln können. Und man kann halt höhere Aufbauten machen, ohne das alles mit Bodengrund zuzuschütten. Das hauen wir jetzt erstmal hinten links in die Ecke. Das meiste von dem Kram habe ich nämlich tatsächlich hier in dem Becken schon verwendet, deshalb ist das jetzt nicht ganz so viel, das reicht aber. Sandflattener habe ich nicht, finde ich zu teuer, ich benutze ein Geodreieck, funktioniert genauso gut und man hat eine kurze Kante und eine lange Kante. Das ist der einzige Nachteil, bei sehr tiefen Becken hat man natürlich keinen Stab, aber für so ein Nanobecken Geodreieck, gute Idee. So. Ich sehe übrigens nur als Hinweis für euch immer nur die letzten vier Kommentare. Wenn ich eure Frage also übersehen sollte, schreibt sie im Zweifelsfall einfach nochmal, weil die halt die Kommentare laufen durch und ich sehe immer nur die vier letzten. So, jetzt haben wir also schon mal unseren groben Anstieg hier und da kommt jetzt erstmal wieder das normale Soil drauf, der normale Bodengrund. Das ist halt der Tropica. Wie heißt der? Tropica Aquarium Soil, aber nicht der Powder, sondern der normale kommt jetzt erstmal drauf. Den habe ich hier in so einem netten Müllsack, nicht wundern, denn ich hatte den Bodengrund vorher schon mal komplett drin, um zu sehen, ob das Volumen passt, ob ich also genug Bodengrund habe, um den Aufstieg tatsächlich so zu machen. Das mit dem Geodreieck macht man, um den Bodengrund einfach ebenmäßig zu kriegen. Dass halt nirgendwo kleine Huckel drin sind oder so mit dem Geodreieck oder eben einem sogenannten Sandflattener. Es funktioniert übrigens auch sowas wie ein Teigschaber zum Beispiel, auch sehr gut geeignet dafür. Macht man das einfach gerade, dass es halt vernünftig ordentlich aussieht, das ist alles. So, das sieht doch schon mal nach was aus. Ich habe jetzt auch, wie gesagt, ja noch das Powder hier. Da kommt am Ende auf jeden Fall auch noch eine dünne Deckschicht drüber, aber wahrscheinlich gar nicht so viel, weil vom Aufstieg her, von der Höhe her, ist das halt jetzt schon ziemlich geil. Ich denke mal, so können wir das erstmal lassen. Jetzt kommt der spaßige Teil. Ich habe gerade schon in meiner Küche mit einem Hammer noch ein paar von den Servosteinen zerkloppt. Meine Nachbarn werden sich wahrscheinlich gefreut haben. Ist eine Scheißarbeit, ja. Ist keine schöne Arbeit. Aber so ein bisschen Splitz habe ich hier noch gemacht. Den brauchen wir gleich noch zum Verzieren vorne an den Rändern. Und ansonsten habe ich hier jetzt halt mega viel Kram rumstehen. Also erstmal Holz. Ich habe jetzt hier drei geile
Morkin-Wurzeln. Und ich habe euch ja gerade erklärt, das Layout soll ja so hier rüber rankend sein. Und eine davon ist echt perfekt dafür. Ich habe da nochmal Danke an Aqua Deco, die passt super. Schaut euch die mal an. Die ist an der Unterseite schon flach und die rankt hier halt schon so perfekt rüber. Das ist genau das, was ich will. Das heißt, das wird unsere erste Wurzel. Die setzen wir gleich rein. Und dann können wir nämlich gucken, ob wir das vielleicht noch mit einer anderen Wurzel kombinieren. Oder ob wir vielleicht wirklich nur die eine Wurzel brauchen. Das werden wir dann gleich sehen. Ich meine, so groß ist das Becken halt auch nicht, ne? Ja, gucken wir einfach mal. Ihr müsst sowieso beim Hardscapen, wenn ihr jetzt so ein Becken aufbaut, wenn ich jetzt auch die Sachen reinsetze, das wird sich immer verschieben, der Boden runter. Da muss man halt einfach immer hier hinterher so ein bisschen mit rumarbeiten. Dafür eignen sie übrigens Pinsel sehr gut und kleine Teelöffel, um das Soil wieder an Ort und Stelle zu bringen. Ah, übrigens, diese Morkin-Wurzeln sinken nicht. Also auch wenn sie wirklich lange im Becken sind, die treiben immer auf. Das heißt, wenn ihr Morkin-Wurzeln einsetzt, sie müssen beschwert werden. Deshalb habe ich eben auch die ganzen Steine noch mit dabei. So, jetzt sehen wir sofort hier, die Äste sind zu lang. Können wir die sofort mal abbrechen. Komm schon. Okay, das wird nichts. Dann muss ich kurz sägen gehen. Einen Moment. Boah, das Zeug ist aber auch zäh, ey. Nee, lag nicht an der Lampe, es lag an der Rückwand. So, ne, also hier Ast ab. Gefällt mir doch schon mal richtig gut. So, ihr seht, die kippt jetzt so leicht nach unten. Das heißt, wir fangen da sofort an, Steine drunter zu setzen. Und zwar jetzt von hier unten quasi dagegen drücken, möglichst klein idealerweise. Was haben wir denn hier? Der sieht gut aus. So. Das meine ich halt mit dem Verschieben. Ihr drückt das rein und sofort verschiebt sich natürlich der ganze Bodengrund. Ich würde euch auch empfehlen, das zwischendurch dann wirklich mal schon wieder zurückzuschieben. Denn sonst habt ihr irgendwann alles hier unten an der Kante und könnt es dann halt nicht mal richtig zurückschieben, weil dann halt schon zu viele Sachen da sind. So. Wir haben jetzt natürlich noch hier das abgeschnittene Stück. Da können wir da eigentlich noch wunderbar zusetzen. Dass wir da noch so ein bisschen Kleinkram an Steinen hinholen. So, vielleicht setzen wir da gleich in die Mitte ein, das überlege ich mir noch. So, die anderen Wurzeln sind halt natürlich echt riesig. Ich muss jetzt echt mal kurz abnehmen. Man könnte sie einsetzen. Ungefähr so, also weiter runter, dann würde das abgesägt, dass man hier oben sehr viel rausragen hat. Finde ich auch persönlich ganz geil. Das ist noch krasser als die hier natürlich. Ja, muss ich mal überlegen. Wir machen erstmal ein paar Steine vorne mit davor. Dann hat man eine bessere Ansicht von dem Layout. Aber ihr erkennt auf jeden Fall schon mal die Richtung, in die es gehen wird. Ja, die Lampe.
Nein, aber ich will ja auch, dass ihr das vernünftig sehen könnt, ja? Deshalb ist ja schon gut, dass man die so verschieben kann. Ich pass auf, keine Sorge. So, also da vorne vor kann auf jeden Fall noch ein längerer Stein, der so ein bisschen das nach unten rauszieht. Ich muss aber gucken, so gestaltungsmäßig, ne? Also dass wir jetzt halt ungefähr hier, nicht ganz in der Mitte, sondern ein bisschen links gerichtet von der Mitte, unser Hauptmotiv haben, wo wir so am meisten Hardscape müssen, dann läuft es halt in alle Richtungen so ein bisschen aus. Hier vor kommen dann immer noch etwas dünnere Steine, wie gesagt, da könnte jetzt ein etwas dickerer vor und hinten dann kleinere noch zum Beschweren der Einzelwurzeln, aber da brauche ich halt auch Platz, um die Rotala Valicina noch pflanzen zu können. Guck mal, was waren flacheren Steinen? Ja, sowas hier. Sowas, ja. Kann man jetzt, könnte man jetzt hier vorne gut einsetzen als flacheren. Und was haben wir noch so? Ja, die anderen sind wieder zu groß. Also Aquadeco hat es da gut gemeint mit mir, aber die Steine sind zum Teil halt echt einfach zu groß für so ein kleines Becken. Ja, versuchen wir es einfach. Also, es ist auch echt viel probieren bei so einem Hardscape dabei, ne? Ich meine, das sind alles Naturmaterialien, die sehen alle unterschiedlich aus. Da könnt ihr im Endeffekt nicht von vornherein sagen, so, ja, ich brauche jetzt die drei Steine und dann passt das. Das ist auch der Grund, warum, wenn ihr gerade so Hardscape bestellt, bestellt echt immer mehr, als ihr braucht. Also ich habe hier jetzt, ich glaube, 15 oder 20 Kilo Steine liegen. Ich habe drei große Wurzeln hier liegen, obwohl ich wahrscheinlich nur eine brauche und nur drei, vier Steine. Aber ihr müsst halt Auswahl haben. So, das sieht ja schon mal okay aus. Ja, der ist groß an dieser Stelle. Was haben wir denn noch? Der passt noch von der Größe. Der wäre okay, der wäre okay. So, also der Bruch, den ich hier habe, der läuft dann später hier vorne noch so leicht aus in die Übergänge und der wird dann halt nachher auch von dem Eleocaris SP Mini so ein bisschen überwuchert, dass man da immer nur so kleine Steine durchblitzen sieht. Das gibt dann einen sehr schönen natürlichen Look. Wo war er jetzt? Hier, der sieht gut aus. Ja, aber sowas natürlich vorsichtig sein. Also ein bisschen die Qual mit so einem kleinen Becken natürlich, aber ich wollte es ja so haben. Ja, da kommen wieder Garnelen rein und zwar einen Großteil der Garnelen aus dem anderen Becken. Dann habe ich nämlich die Möglichkeit, mit zwei Becken endlich mal wieder ein bisschen zu selektieren, dass ich so die Farbreinheit wieder herstellen kann. Ich werde mir halt noch so, ich weiß nicht, 10, 20 Redfire Sakura holen, die dann auch als neues Blut so ein bisschen mit reinkommen. Und dann kann ich so ein bisschen hin und her selektieren, sodass ich dann ja, in beiden Becken Redfire Sakura habe. Andere kommen aber nicht rein. So, wir brauchen jetzt auf jeden Fall hier noch was, um diesen Steinlook im Vordergrund zu vervollständigen. Und eventuell hier hinter noch was,
und dann der Split im Vordergrund. Und dann habe ich auch genug Pflanzenfläche vorne. Also wie gesagt, ich brauche hier so ein bisschen Freiraum für die Alternativa Reinicke Mini. Ich brauche hier den Freiraum. Ja, den habe ich auch, das reicht. Für die Rotala Valici. Und hier vorne rum kommt dann das Eleocaris SP Mini. Das muss aber auch nicht bis hier hinten rein. Also es würde wahrscheinlich reichen so bis ungefähr hier. Das heißt, da könnte noch ein Stein hin. Hier kommt noch einer hin. Und dann so ein bisschen Kram in den Vordergrund. Und wie gesagt, eventuell hier noch einer drauf zum Beschweren. Was wir Schönes haben alles. Ah, du bist wahrscheinlich zu groß. Obwohl. Ja, obwohl, das ist nicht übel. Das ist nicht übel. Ist genau dazwischen. So, ihr müsst natürlich bedenken, dass diese kleinen Kanten, die man jetzt hier natürlich noch so sieht, gerade hier sieht man jetzt noch so einen Zwischenraum, da kommen halt überall Pflanzen rein und dann ist dieser Zwischenraum auch einfach nicht mehr zu sehen. Von daher macht euch da keine Sorgen, wenn das Hardscape in dem Sinne nicht perfekt ist. Das muss es ja auch nicht sein. Das ist ja eigentlich nur die Basis für das spätere fertige Scape. Aussortiert heißt einfach nur, die einen verbleiben in dem einen Becken, die anderen kommen in das andere Becken. Also ich werde wahrscheinlich alle sehr gut gefärbten hier rüber nehmen, das neue Becken, und dann die schwächer gefärbten bleiben in dem anderen Becken. Ich tue die nicht weg oder gebe die ab oder so, die bleiben alle bei mir. Ich möchte halt einfach nur so ein bisschen selektieren können, weil mir das auch Spaß macht. So. Ich hole mir mal eben einen Teelöffel, damit ich hier hinten das Substrat wieder besser verteilen kann. Schwarzes Scapers Bag. Ehrlich gesagt war die schwarze Rückwandfolie bei dem Becken schon dabei. Und ich habe sie nicht gewechselt, weil ich denke, schwarz ist eine nette Farbe dafür. Ich habe ja auch hier das Becken wieder mit schwarz versehen. Vorher war ja weiß dran. Ja, das hat jetzt auch einen schwarzen Hintergrund. Schwarz erhöht halt Kontraste. Also wenn du etwas vor schwarz siehst, dann sieht es automatisch kontrastreicher aus, weil ja der schwarze Hintergrund Kontrast bildet sozusagen. Bei weiß ist es genau, ist genau der Gegenteil der Fall. Ich stehe auf Kontraste, ich mag schwarz dahingehend, von daher dachte ich, das wäre auch ganz nett. Vor allem auch als Kontrast zu dem leuchtenden Grün und dem Rot, was dann später drin sein wird. Weiß lässt halt so ein Scape insgesamt so ein bisschen freundlicher wirken. Schwarz macht das Ganze halt kontrastreicher und so ein bisschen intensiver, finde ich. So. Okay, wir haben jetzt also hier vorne eine schöne Lücke drin für den Jabberfahren später, für die ganzen
an Lucifer Landras haben wir auch genug Platz auf jeden Fall. Moose könnten jetzt natürlich, also gerade das Fissidens Fontanus könnte natürlich wunderbar jetzt hier drauf wachsen, das würde sehr gut passen. Das gefällt mir so schon ganz gut. Ihr müsst euch ja auch überlegen, gerade bei Bodendeckern, die viel Licht brauchen, die dürfen dann auch nicht abgeschattet werden vom Scape an sich. Das kann man auch schön sehen von hier oben. Das ist auf schwarzem Bodengrund tatsächlich ein bisschen schwieriger zu sehen, aber geht trotzdem, dass ihr eben den Bodendecker auch wirklich nur dahin packt, wo halt keine Abschattung ist. Das heißt, hier unter der Wurzel an der Stelle da, sähe geil aus, wenn da auch Bodendecker wachsen würde, ist aber halt voll im Schatten von dieser Wurzel. Deshalb ist das da natürlich schwierig. Das heißt, da können wir auch nochmal mit Steinen weiter auslegen oder mit weiterem Holz auslegen, weil es einfach ansonsten keinen Sinn macht, da was anderes hinzupacken. So, ich hätte aber trotzdem gerne echt noch mehr Holz da drin. Das heißt, ich werde, glaube ich, noch mal losgehen müssen zum Sägen. Die Frage ist nur, was genau. Also es wird schon eher die Wurzel, damit das nicht zu krass ist. Man könnte die natürlich... Ja, wir machen so eine Lampe. Also der Wurzelstock, wenn er so sitzt dahinter, dann würde er genau darüber ragen. Das heißt, wir müssen einmal hier die Sachen loswerden und die könnten eventuell bleiben und rausragen dann. Okay. Gut, ich beeile mich, bin gleich wieder da. Okay. Ich habe mir gleich noch den Laptop runter hier. Ja genau, holt euch zwischendurch mal einen Kaffee. So, jetzt haben wir hier noch so ein paar Einzeldinger. So. Ja, du passt eigentlich ziemlich genau dazwischen. Okay, das heißt, wir nehmen den Stein hier hinten nochmal weg. Kann die Wurzel nämlich genau hier hin, genau dazwischen, verhakt sich dann so schön hier mit den anderen Verästelungen. Dann kommt der einzelne Stab nämlich wieder raus, den kriegen wir ansonsten nicht beschwert. Gucken wir kurz, wie das mit der Lampe aussieht. Schon was, oder? Also ich finde das ja geil, wenn so Holz irgendwie oben drüber rausragt, muss ich echt sagen. Aber es ist halt nur hier das Problem, dass man den Wurzelstock sieht und es muss natürlich trotzdem irgendwie beschwert werden. Das müssen wir dann von hinten machen. Okay, das ist jetzt der Punkt, an dem wir alles wieder rausreißen, die Wurzel nochmal neu zusammenschieben und nochmal neu reinsetzen. Auch sowas passiert, ne? Also lasst euch davon auch nicht entmutigen. Hardscapen ist echt so eine Geschichte, das macht ihr halt nicht in 5 Minuten, sondern das Layout ist ja schon auch wichtig für die spätere Gestaltung des Beckens. Die können wir drin lassen. Aber das ist auch das Geile bei diesen Morkienwurzeln, dass man die so geil ineinander verästeln kann. Und dann kriegt man irgendwie so ganz neue Wurzeln aus zwei einzelnen raus. Und die sind halt recht flexibel. Man kann halt so ein bisschen drin rumdrücken. So.
So, das ist alles eins. Okay, jetzt ist es da zu steil, das heißt, das muss steiler sein. Das muss halt eher hier so durch. Yes! Perfekt. Geil. Wieso werden bei dir die kleinen Äste schon längst abgebrochen? Glaub mir, die sind echt zäh. So, jetzt habe ich hinten zwar relativ... Oh ne, geht. Da ist genug Platz für so ein paar rote Alawalichi, da passt schon. Müssen wir nur zusehen, dass das Ganze auch ordentlich beschwert wird. So, was hatten wir denn da alles? Wir könnten jetzt da vorne den Stein so ein bisschen hochkant setzen. So was eventuell. Muss allerdings von unten gestützt werden. Das Schlimme bei den ganzen Steinen ist ja, ihr guckt ihr euch vorher schon an, denkt, ja, der ist geil dafür, der ist geil dafür. Und jetzt wisst ihr nicht mehr, welcher geil wofür war. Der könnte aber gut funktionieren. So, achtet bei sowas nur darauf, dass die Steine idealerweise nicht die Scheibe berühren, denn wenn sich dann tatsächlich nochmal was setzen sollte, kann es natürlich sein, dass der Stein da so gegen die Scheibe drückt, das wäre nicht gut. Deshalb, da sollte immer so ein Finger noch irgendwie Platz sein dazwischen. Okay, jetzt kommt hier auf jeden Fall noch was hin und wir müssen von hinten hier zwischen auf jeden Fall was einbringen, damit das schwer genug ist, damit die Wurzel auf jeden Fall unten bleibt. Da könnte der hier funktionieren. Obwohl, das machen wir gleich. Erstmal vorne fertig machen. So, was nehmen wir? Ja. Der. Sehr gut.
zwar so dagegen, dann kann er noch so ein bisschen drücken. Okay, jetzt stört der andere da gerade. Mal, dass wir den kurz rausnehmen. Schon mal sehr nett. Stefan, ja, ich kaufe auf jeden Fall immer mehr Material. Hab ich vorhin auch schon mal gesagt, vielleicht warst du da noch nicht dabei, ihr braucht halt einfach Auswahl, weil die Steine sind halt alle, ne, also ihr könnt halt selbst auf einem Foto, ihr seht ja nicht genau, wie lang sind jetzt die Äste, wie ist genau der Winkel von sowas, auf jeden Fall immer mehr kaufen. Also ich habe hier, ich glaube, 15 oder 20 Kilo Seihu-Steine jetzt liegen. Die passen ja ohnehin nicht alle da rein. Ich habe 3 große Wurzeln, da wusste ich auch, die passen alle nicht da rein. Aber ihr müsst halt Auswahl haben und könnt euch das ja auch durch Kleinkloppen oder durch Zersägen oder so noch so ein bisschen anpassen. Also auf jeden Fall immer mehr kaufen. Ja, glaube ich auch mit den 30 Minuten. Ich bin gespannt, was passiert. Oder sind wir da schon drüber? Ich weiß es gerade gar nicht. Kann ich das irgendwo sehen? Ich glaube nicht, steht bei euch, wie lange wir schon haben, schreibt mal kurz rein. Wie gesagt, kann sein, dass bei 30 Minuten was passiert oder auch nicht. So, der kommt jetzt wieder rein und zwar da drunter. Gefällt mir schon sehr gut. Also klar, jetzt nur für das Hardscape, jetzt rein optisch für das Hardscape, hätte man hier natürlich Lücken, die eigentlich nicht optimal sind. Aber wie gesagt, die werden später alle komplett bepflanzt, da sieht man nichts mehr von. Und die Steine sind aber trotzdem präsent genug, um da halt nochmal irgendwie rausstechen zu können. Später kommt ja auch noch so ein bisschen Splitter rein. Wir müssen uns ja nur echt darum kümmern, dass wir die Wurzeln beschwert kriegen. Das wird noch ein bisschen tricky. Okay, 43, sehr gut. Aber wenn ihr es auch sehen könnt, funktioniert sie offenbar noch. Falls irgendwann es nicht mehr zu sehen sein sollte, dann müsst ihr kurz was sagen.
Okay, für die Beschwörung der Wurzeln werde ich mir noch was anderes einfallen lassen. Und ich werde das so machen, ich werde die Wurzel, also ich werde mir hier einen der großen Steine nehmen, irgendwie sowas hier. Und ich werde die Wurzel dann mit Nylonschnur an diesem Stein festbinden und der Stein kommt dann halt unter das Substrat. Dann werde ich einen Teil von dem Volcanic Mineral wieder rausnehmen und der Stein hält dann einfach die Wurzel die ganze Zeit unten, aber ist komplett bedeckt mit Substrat. Und der Rest wird aber ungefähr so bleiben. Wir machen das jetzt einmal fertig vom Hardscape her, dass ihr seht, wie ich mir das Endergebnis dann so vorstelle. Und dann werde ich in aller Ruhe das Ganze nochmal rausnehmen und dann, wie gesagt, die Wurzel auf den Stein festmachen, den Stein da drunter und dann das Ganze nochmal neu aufbauen. Muss ich mir gleich auf jeden Fall ein Foto machen, beziehungsweise ich sehe es ja dann auch im Video, dass ich weiß, welche Steine wie angeordnet waren. Okay. Wir haben also jetzt hier so ein bisschen Split-Schotter. Können das jetzt auch noch mal sinnvoll verteilen. Eins muss auf jeden Fall noch hier hin. Muss ich nur gleich denken, dann für den Hardscape Contest in der Gruppe auf jeden Fall noch ein Foto zu machen. Genau, ihr habt schon beantwortet. Tiere, die später reinkommen, sind Redfire Sakuras. Und zwar wahrscheinlich nur Redfire Sakuras. Eventuell wieder ein paar Geweihschnecken. Bin ich mir aber ehrlich gesagt nicht ganz sicher, weil mich die Geweihschnecken in dem anderen Becken gerade nerven, weil sie ständig in den Bodengrund eingraben und dann die Pflanzen da rausholen. Mal gucken. Also vielleicht wird es komplett schneckenfrei und da kommen nur Redfire Sakuras rein. Falls nicht, kommen noch Geweihschnecken mit rein. Alle anderen Schnecken werden mir zu groß in den Becken, das sieht nicht aus. Alles zu eng an der Scheibe. Das könnte man so lassen, das könnte man auch so lassen. Nach vorne läuft es raus. So, dann kommst du noch hier hin. Da die Fläche wird bepflanzt komplett, da kommen Aufsitzer rein, das hier vorne wird dann auch noch hochbepflanzt bis hier. Ab da fängt dann die Alternatera Reinicki Mini an und im Hintergrund kommen dann die Rotaler Wallichichu. Das wird geil aussehen, weil die haben ja so rote, pinke Spitzen, das ist dann ja wie so ein Sonnenuntergang hier drüber, sehr geil, freue ich mich schon drauf. Das ist alles voll, so ein kleiner könnte dann hier noch zwischen. So, der passt da perfekt. Und dann jetzt halt hier so Splitter. Splitter machen das Ganze einfach sehr viel natürlicher. Und ihr solltet auch, wenn ihr die verteilt, gar nicht so sehr darauf achten, dass ihr die alle platziert, sondern da reicht es manchmal, die wirklich einfach nur so reinzuwerfen. Einzelne Sachen könnt ihr natürlich nochmal umplatzieren, logisch. Aber gerade dieser natürliche Falllook ist ja das, was man häufig haben möchte. Also hier die kleinen werde ich auf jeden Fall nochmal rumschieben gleich.
Ist übrigens das gleiche Phänomen, wie was ich vorhin schon kurz gesagt habe mit dem Powder Soil, was ja hier nochmal drüber kommt am Ende. Was einfach besser dafür sorgt, dass sie die Sachen festhalten können. Jetzt rutscht das halt deshalb auch so blöd hin und her die ganze Zeit. Das hier ist gut. Es soll halt auch nicht zu gleichmäßig aussehen, also nicht jetzt hier so einen kompletten Weg irgendwie da drum basteln. Es darf nicht zu gleichmäßig sein, damit es halt noch natürlich wirkt. Und es sollte idealerweise, das ist aber auch nur das ist halt ein optischer Trick, nicht bis an die Fensterscheibe kommen. Denn dann sieht man, dass hier auf einmal Schluss ist. Ja, dann sieht man, dass die Landschaft quasi an dieser Stelle beendet ist. Deshalb sollte sowas wie kleiner Split, kleine Elemente oder generell alles vom Hardscape nicht an die Scheibe ragen. Das erzeugt einfach stärker die Illusion von, da ist eine Landschaft, in die ich reinschaue und sie geht in alle Richtungen weiter. Deshalb müssen diese kleinen Stücke jetzt hier noch so ein bisschen korrigiert werden. So, was meint ihr? Ja, die Zero-Steine sind leicht kalkhaltig, also ein bisschen Härte kommt dadurch rein. Hat bisher nie gestört bei meinen Becken, aber ja, ist ein wichtiger Hinweis, muss man drauf achten. So, also wenn ich mir das jetzt mal so betrachte, ich muss sagen, ich bin zufrieden. Wie gesagt, das wird sich wahrscheinlich noch so ein bisschen der Look von der Wurzel hier ändern. Ich denke, dass die Elemente hier hinten, da so dieser Wurzelstamm, dass der noch so ein bisschen weiter runter gehen wird, wenn er erstmal auf dem Stein festgemacht ist. Aber so insgesamt gefällt mir das auch sehr gut. Ich denke, so kann man das lassen. Der Pflanzplan wird so auch wunderbar aufgehen. Ich werde wahrscheinlich nicht so viele Pflanzen brauchen, wie ich jetzt tatsächlich habe. Ich habe ja auch von den Pflanzen tatsächlich mehr bestellt, denn das Becken wird sofort komplett voll gepflanzt. Also das ist ja auch so eine Sache mit Säulenbodengrund. Ihr müsst dafür sorgen, dass die Nährstoffe, die im Bodengrund sind, auch tatsächlich direkt aufgenommen und direkt verarbeitet werden können. Ansonsten bekommt ihr in der Einfachphase auf jeden Fall Algen. Und deshalb macht es Sinn, so ein Becken halt wirklich von vornherein so voll wie möglich zu pflanzen, dass da eben auch die Nährstoffe wirklich gut aufgenommen werden können. Gut, ich denke, so kann ich das erstmal lassen, so als Hardscape. Da werde ich dann das Bild für den Contest für machen. Und dann kommt die Bepflanzung. Ich weiß noch nicht, wann ich dazu komme. Eventuell morgen, vielleicht aber auch erst am Dienstag. Das heißt, es wird erstmal noch so ein bisschen stehen. Den Pflanzen macht das nichts. Das sind alles In-Vitro-Pflanzen, beziehungsweise ich halte hier schön feucht. Das geht schon. Und dann ja, wird das Becken bepflanzt. Wie gesagt, davon werde ich auf jeden Fall auch nochmal Videos machen und Zeitraffer machen und alles, dass ihr das auf YouTube dann auch alles seht. Diese Aufzeichnung, dieser Stream wird jetzt, glaube ich, auf Facebook bleiben, hoffe ich, wenn es funktioniert. Keine Ahnung, wie genau. Ja, und dann werde ich den aber auch nochmal runterladen, nochmal schneiden, dass vielleicht so die Pausen zwischendurch nochmal wegfallen, da dann am Ende auch nochmal das Zeitraffer dran schneiden und dann kommt das Ganze auch nochmal auf YouTube. Gut, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was zeigen, wie ich an so ein Layout rangehe und euch vielleicht auch so ein bisschen die Angst nehmen, was Hardscapen angeht. Denn es ist halt echt viel ausprobieren. Ja? Also ihr schiebt da Steine hin und her und dann rutscht irgendwo wieder was runter und dann so, ach scheiße, jetzt muss ich alles nochmal neu machen. Ist halt so, das funktioniert nie perfekt. Viele arbeiten ja auch mit so Setzkästen, also man hat dann so einen kleinen Sandkasten irgendwo stehen, wo man das Hardscape erstmal reinbaut. Ist eine ganz nette Sache, wenn man sich noch nicht so sicher ist, wie das Layout aussehen soll, weil in Sand kann man Sachen besser hin und her schieben, tatsächlich, als in diesem gröberen Soil. Ich mache es deshalb nicht, weil wenn ich mir dann im Sandkasten so ein Layout zusammengebastelt habe und das voll geil finde, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das so 1:1 in mein Becken übertragen kriege, sehr gering.
Ja, weil dann müsste ich mir im Endeffekt auch die Streben dahin bauen, dass ich genau die Abmessungen vom Becken habe. Und ich muss halt genau die Steine in der Konstellation so rübersetzen. Meiner Meinung nach ist das kaum möglich oder nur mit sehr, sehr großem Aufwand, wenn du beides direkt nebeneinander stehen hast oder hintereinander oder so. Deshalb mache ich das nicht. Das ist mir halt zu viel Arbeit dann im Endeffekt. Ich setze dann lieber so ein bisschen hier in dem Becken rum und krümel da so ein bisschen rum. Wie gesagt, ich muss jetzt auch alles nochmal rausreißen, um die Wurzel festzumachen. Aber ist halt so, dafür habe ich es dann halt sofort im Becken. Ich finde das irgendwie besser. Gut, ich freue mich, dass ihr alle da wart, ernsthaft. Also wie gesagt, ist ja jetzt mein erster Livestream. Wir hatten jetzt zwischendurch so, ich glaube, bis 15 Zuschauer. Ich meine, 15 ist jetzt keine große Zahl, aber hey, 15 Leute von euch wollten sehen, wie ich hier Steine in meinem Becken lege. Das finde ich halt einfach schon geil. Und ich freue mich darauf, wenn ihr dann auch nochmal die Aufzeichnung seht, wenn es euch gefallen hat. Und ja, das Feedback ist ja super. Also ne, danke erstmal dafür. Ich werde sowas deshalb garantiert auch häufiger machen. Jetzt, wo ich weiß, dass der Sound funktioniert, dass das Bild gut aussieht, dass das alles technisch gut funktioniert hier bei mir, mache ich das auf jeden Fall noch häufiger. Da könnt ihr drauf wetten. Ja, aber damit wäre es das erstmal. Ich lasse den Stream jetzt so 1-2 Minuten laufen. Könnt ihr euch das Layout nochmal anschauen. Und ich räume hier in der Zeit schon mal so ein bisschen auf. Und damit verabschiede ich mich aber schon mal. Danke, dass ihr da wart und bis zum nächsten Mal.